So, schönen guten Morgen zu unserer Live-Show als Auftakt fürs Kandidatenturnier. Ich muss mich aber wirklich rasieren, da sieht man sogar in der Kamera. Hilfe. Ich gehe erstmal mal schnell in das kleine Bild, da sieht man es nicht so deutlich. Die erste Aktion nach diesem Stream ist erstmal zum Rasierer greifen. So, wo sind wir denn hier? Chessbeast Austria. Mein erstes Partie, ja, angenommen. Und ich sollte auch mal hier die Chats alle aktivieren. Ich vergesse das manchmal. So, jetzt können wir aber hier anfangen. So, ja, haben wir denn ein paar Zuschauer? Es ist ja noch ein bisschen früh, aber im Moment ist es ja so, dass der ein oder andere vielleicht doch auch zu Hause ist, anstatt irgendwo im Büro oder so und doch zuschauen kann. Königsindisch hat sich schwarz hier aufgebaut und ich spiele hier dieses Doppelfianchetto mit G3 und B3. Mal schauen, ob schwarz jetzt E5 spielt. Das sieht man sehr häufig. E5, D, E5 und dann Springer G4. Aber natürlich hat schwarz hier auch andere Möglichkeiten. Das ist auch möglich. C5. Und ich spiele C4. Ein bisschen mehr Zentrumskontrolle ist immer gut. Turm B8, ja, der Springer C3 ist, denke ich, ein guter Zug, verhindert B5. Er könnte jetzt A6 spielen. Und dann ist das ganz interessant. Man hat jetzt hier eine gute Auswahl. Man kann A4 spielen und einfach B5 radikal stoppen. Oder man kann auch auf C5 nehmen. Das habe ich mir damals auch angeguckt, als ich hier das grüne Buch hinter mir geschrieben habe. Das ist auch nicht schlecht. DC5 ist halt so ein bisschen, naja, es verliert eine Menge Zeit. Den Twitch-Chat müsste ich nicht unbedingt aktivieren. Es gibt ein rauschendes Knistern im Ton. Wirklich. Bitte nicht. Ich habe nämlich gestern, ich hatte ja ein Tonproblem. Und, ach nee, ich bin so leid mit dieser Technik. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu stark, weil ich möchte jetzt nicht wieder am Ton rumfummeln. Das muss ich mir dann nochmal in Ruhe angucken. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt wieder mein besseres Mikrofon eigentlich aktiviert und hatte es auch, dachte ich, gelöst. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist das schade. Dann muss ich mich damit nochmal befassen. Aber ich hoffe, der Stream ist schon machbar, so wie es jetzt ist, weil ich möchte jetzt nicht wieder mein altes Mikro rauskramen und rumsteckern und so weiter. Naja, so, vor allen Dingen, es ist auch immer extrem irritierend, wenn ich dann hier wieder so eine Partie sehe, wo ich das hier gar nicht sehe, dass dann Dame B6 kommen kann. Okay, Springer D5 ist jetzt hier die Idee. Vielleicht wäre der auch sowieso schon gegangen. So, Springer D5. Der muss eigentlich nach D8 gehen. E7 hängt ja. Ich würde mich jetzt wundern, wenn man da einen anderen Zug hat. Ja, da kommt der Kommentar bei, dass der Ton okay ist. Ja, ist auch immer relativ, ne? Also normalerweise müsste mit dem Equipment der Ton hervorragend sein und nicht nur okay. Schauen wir mal. Also ich gucke mir das nochmal an oder ich höre mir das nochmal an, wenn es hier durch ist, die Show. Ich habe mit derselben Ausrüstung auch meine letzten YouTube-Videos gemacht und da kam jetzt keine negative Anmerkung. Aber wieder der Ton, der müsste eigentlich richtig, richtig gut sein. Und nicht nur okay. Schauen wir mal. So, er hat hier E5 gemacht. Über so Züge kann man natürlich immer so ein bisschen geteilter Meinung sein, weil jetzt schon D6 und D5 hier alles ein bisschen schwach ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt direkt ausnutzen könnte. Ja, Springer D2 wollte ich eigentlich machen. Das sieht irgendwie gut aus, ja. Den tauschen. Und dann A6, D6 ist schwach. Ja, denke B4 müsste ich hier machen, ne? Ja, ich gucke mir das nochmal an. Oder höre mir das nochmal an. Ich habe immer ein bisschen das Problem, wenn es darum geht, an meinem Ton irgendetwas zu machen, dass mein eigenes Gehör nicht gut ist. Ich höre also nicht so besonders toll. Und ich kann manchmal einfach gar nicht einschätzen, ob der Ton gut ist, weil ich einfach nichts höre. Also da wird mir dann gesagt, ja, du hast da irgendwie so ein, was auch immer, für ein Geräusch drin. Und ich sitze dann da und denke mir, das ist ja schön. Ja, und ich höre gar nichts, ja. So, er könnte jetzt Springer D4 hier planen. Könnte er nicht nur, wird er auch. Tja, Dame B7 ist auch ein Problem. Springer D6 kommt Springer D4. Das ist etwas doof. Aber eigentlich, wenn ich dann C5 spiele, müsste doch eigentlich gut sein für mich. Springer D4, C5, Springer E2, Dame E3. Müsste gut sein, weil auf Springer D4 kann ich den schlagen. Interessant. Auf YouTube sagt jetzt jemand, der Ton über Smartphone knistert, aber ist über Chromecast hervorragend. Erstaunlich. Das hört sich nicht sehr logisch an. Außer vielleicht, wenn es auf dem Smartphone ist und die Bandbreite ist geringer oder so, dass das dann eine Streaming-Frage ist, dass der einfach den Ton, weiß ich nicht, mit einer anderen Bitrate oder so, ich weiß nicht. So, ich habe jetzt eine Figur mehr, ja. Das sollte doch eigentlich ausreichen. So, wie gewinnen wir jetzt hier? Turm D5 vielleicht. Den nochmal angreifen, den E5. Dame A3, ja, wäre auch ein Zug gewesen für Turm A7. Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ah, den nehme ich aber, oder? Na, den nehme ich. So, ja, danke für die Partie Chessbeast Austria. Einfach mal spielen jetzt hier und ich kümmere mich später nochmal um den Ton. So, Rian Shah aus Indien. Ja, da ist ja schon ein bisschen später am Tag. Und wir kriegen hier diese Variante, die ich einmal pro Stream eigentlich immer habe. In letzter Zeit hatte ich damit etwas Probleme. Okay, das sieht man nicht mehr so häufig. Die meisten haben mittlerweile mitbekommen, dass das keine besonders gute Spielweise ist, hier H5 zuzulassen. Die Aufmerksamkeit gegenüber frühem H-Bauern-Spiel ist ja sowieso angestiegen. Ja, man merkt das deutlich, wenn man sich auch jetzt hier so die Streams anschaut zu dem Kandidaten Turnier, ja, dass die alle mal schön drauf gucken, ne? Der Haarbauer und so. Ja. Immer mit Verweis auf Alpha Zero und Lila Zero und so weiter. So, ich nehme aber jetzt hier raus, ja. Ich möchte nicht H3 hier spielen, das ist stärker hier zu nehmen und die H-Linie zu öffnen. Eines der Erkenntnisse durch diese neuralen Netzwerke ist ja, dass H3 oder H6 oft gefährlich ist und gar nicht so sehr das Schlagen. In dem konkreten Fall hier aber ist das Schlagen gut. Ich habe die H-Linie hier auf auch und das ist hier, denke ich, wichtiger. So, dann wollen wir mal schauen. Was wir hier gegen E3 ausrichten können. Mein Plan war Turm H2, Dame H5. Ich glaube, das werde ich auch so durchziehen. Gar nicht so klar, dass das jetzt unmittelbar gewinnt oder so, aber das ist ein komischer Zug, weil er nimmt Weiß ja hier eine Menge Platz weg. Ne, das F1 fällt. Weil Turm F7 kann ich nicht glauben. Aha, geht einfach weg. Das ist natürlich möglich. Tja, soll man jetzt hier wirklich F6 spielen und den decken? Das kann ich eigentlich gar nicht glauben, aber wahrscheinlich. Ja, kann er sich hier Springer A4 leisten, ja, und plötzlich hier ein Gegenspiel aufziehen? Könnte sein. Könnte sein. Wie lange dauert diese Show? Das kann ich genau sagen. Insgesamt 90 Minuten und das heißt bis 11 Uhr. Wenn du dich in Deutschland befindest, bis 11 Uhr. Oder irgendwo anders, mitteleuropäische Zeit. Turm F5. Aha. Interessant. Also wenn ich den schlage, Turm nimmt. Ha, interessanter Zug. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, also ich nehme den schon mal. So, jetzt wahrscheinlich sollte ich hier schlagen. Weil König nimmt, habe ich Dame H2 und Dame H1 matt. Und Dame nimmt, habe ich dann Dame H6. Ich habe erst die Qualität gegeben, damit der G4 nicht mehr hängt. Ja? Dame E2 hat den immer angegriffen. Und jetzt hängt ja E3 doppelt mit Schach. Das sollte eigentlich jetzt gut sein für Schwarz. So, ja. Die Frage ist jetzt, ob ich den einfach nehme oder nicht. Ja, gibt eigentlich keinen Grund, den nicht zu schlagen. Dame D2 wird ja wahrscheinlich kommen und dann gehe ich halt einfach wieder zurück und bin bereit, hier den mit dem Springer wieder zu nehmen, sodass meine Bauernstruktur hier nicht zerstört wird. Jetzt habe ich im Prinzip einen Bauern mehr für gar nichts, ne? Oder? Na komm, der soll nach G5, damit der E4 angegriffen wird und der G6 am besten nach C5. So, der muss Richtung C5. Dass wir hier mit allem, was wir haben, den E4 angreifen. So, einmal. Interessanter Zug ist ja auch Turm C4 vielleicht. Ich mache das mal. B3 ist hilfreich für mich, dass er sich da mal lockert. Gehe ich einfach wieder zurück. Jetzt ist der Springer nämlich ungedeckt oder nur durch den Turm gedeckt Und das kann mal nützlich sein. Zum Beispiel so Züge wie Turm schlägt C3 können mal eine Taktik darstellen, wenn der Springer sich zum Beispiel bewegt oder so. Ich habe jetzt hier Zeit. Hier zum Beispiel jetzt. Jetzt kann ich noch nicht ganz nehmen. Schade. Naja, okay. Ist nicht weiter schlimm. Die Frage ist jetzt, gehe ich nach C5 oder ich gehe nach G5. Ich halte das für stärker. So. Okay. Mal B5 machen. Mal nah dran, ne? Diese Taktiken. Aber ich habe jetzt B4 und gewinne den. Einfach so. Ups. Einfach der, oder? Dann hängen zwei. So. Okay. Ich habe Zeit. Ich habe für einen Moment mal mich gerade erschrocken, aber nach dem Motto, warum spielt er eigentlich weiter? Ich hatte gerade schon gedacht, ich hätte vielleicht keine Zeit, aber ich habe viel Zeit. Ja, da gibt er auf. Danke für die Partie, Rian Shah. Rian Shah, ja, richtig, genau. So, wen haben wir denn hier noch? Chessy99, ja, sitzt auch zu Hause, keine Schule. Was spiele ich jetzt? Ich mache mal D4. Okay. Ich hätte gedacht, er spielt E6 eher, aber ich weiß nicht genau, wie sein Repertoire hier aussieht. Damit C8. Naja, okay, entwickeln kann nicht so schlecht sein. Generell kann man in dieser Stellung oder dieser ganzen Variante nicht so schrecklich viel erwarten. Weiß hat manchmal einen kleinen Vorteil, aber es ist sehr, sehr wenig. Jetzt bin ich ein bisschen optimistischer, weil der D7 halt für diese Struktur etwas falsch steht, aber immer noch eine sehr solide Position. Okay, er will nach B7 gehen. Es ist warm. Ja, ohne den Zug geht es irgendwie nicht. Nee, bei YouTube, nee, das kenne ich nicht. Was ist denn Bertramisch, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Das war eine Idee von dem A4, den Läufer hier zu aktivieren. Und naja, muss jetzt ein bisschen schauen. E6 kommt Springer B5 vielleicht, das könnte nervig sein. Also Läufer F8 würde ich jetzt erwarten. Wow, das ist eine sehr dynamische Lösung. DE Springer E4, ja. Okay, ich bin da nicht interessiert an solchen komischen Verwicklungen. Ach so. Bertramisch ist D4, D5 Springer, C3 Springer, F6 Läufer F4. Ich hätte jetzt gedacht, das ist die Jobava-Eröffnung, wie es eigentlich jeder nennt. Ja, das ist ganz okay. Kann man mit Weiß schon ausgleichen. Naja, interessant hat er das gespielt hier. Sehr aktiv. Es ist eine recht gute untheoretische Variante. Also es ist mittlerweile gar nicht so untheoretisch, aber es ist, zählt als zu den Eröffnungen, naja, wenn Schwarz weiß, dass das kommt und sich darauf einstellen kann, hat er eigentlich keine Probleme. Das gilt natürlich für viele Varianten. D4 hier in der Stellung immer. So, Ideen mit D4 sind hier wirklich nervig. Man jetzt zum Beispiel auf F3 mal nimmt, ja, Dame nimmt, Springer G5 und so, das ist ein bisschen nervig. Okay, er wird jetzt wahrscheinlich erstmal tauschen. Und dann geht es hier weiter. Dame nimmt. Ja, das ist das Problem. Tja, Springer D4 will ich nicht. Das ist irgendwie sehr unschön, wenn er den dann nimmt. Wobei, er hat G6 gezogen, ne? Das müsste eigentlich genug Spiel sein. Okay. Ja, an sich ist das hier eine sehr schöne Struktur für Schwarz mit dem Springer gegen den Läufer, aber er hat halt G6 gezogen. Das macht es hier jetzt nicht so ganz einfach. Dame F6 vielleicht einfach. Ah, Dame F6 ist doof. Macht er nicht. Den hätte ich jetzt als nervig empfunden. Dame F4 muss auch nicht unbedingt stark sein. Na komm. Machen wir erstmal den, ja. Den brauche ich sowieso, weil er irgendwann mal sonst G5 zieht. Ich glaube halt, dass gegen diese Variante da mit dem drittens Läufer F4, also da sind viele Sachen gut. E6 ist gut für Schwarz, also befriedigend für Schwarz, nicht Vorteil für Schwarz, aber befriedigend. A6 ist das, was ich selber spiele, wo Weiß auch sehen muss, dass er ausgleicht. Ja, es ist halt noch nie positionell besonders gut gewesen, sich den Bauern auf C2 zu verstellen, und da hat sich auch nichts dran geändert. Manche Bewertungen haben sich im modernen Schach geändert durch Computer, aber da eigentlich nichts Besonderes. Außer, dass es halt eben nicht, also vor, weiß ich nicht, 30 Jahren hätte man wahrscheinlich dieses D4 Springer C3 Läufer F4 für total lächerlich gehalten, und heute sagt man halt, okay, geht, ja, aber das macht es noch nicht besonders stark. Aber es geht halt, es ist halt nicht so, ist halt nicht so theoretisch ausgelutscht und führt manchmal halt auch zu interessanten Stellungen, also das ist... Ist einfach so. Aber ist natürlich nicht theoretisch gefährlich oder so. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Diese Stellung ist nicht so angenehm. Ich habe auch nur 40 Sekunden. Das ist mir eben erst aufgefallen, dass ich zeitlich hier etwas im Hintertreffen bin. Oh, ich habe nicht gesehen, dass B3 hängt. Ich hatte von vornherein immer geplant, den zurückzuziehen und habe jetzt gar nicht registriert, dass ich den eingestellt habe. Ja, mein Plan war jetzt hier die schwarzen Felder zu öffnen für die Dame. Ne, Dame H6, Dame C7, sowas. Ist vielleicht gar nicht so klar. Sekunden habe ich, das ist nicht so gut. Ja, da auf Zeit gewonnen. Ja, mein Zeitverbrauch war viel zu hoch, ja, in dieser Stellung, wo eigentlich nicht viel los war. Ja, gut gemacht trotzdem, Chessy. So, wo bin ich? Da, El Nuk Tim. Das ist doch ein neuer Gegner, oder? Ja. Das Londoner System gibt es schon immer, im Prinzip. Da müsste man mal nachgucken. Da wird es mit Sicherheit irgendwas auf Wikipedia geben. Aber ich glaube, das gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Da gibt es bestimmt irgend so ein tolles Turnier, 1800 irgendwas, wo das mal gespielt wurde. Also das gab es immer schon. Diese Kombination von Läufer F4 und Springer C3, die ist relativ neu. Wie gesagt, das wird eigentlich dem Badur Jobava zugeschrieben. Frage im YouTube-Chat, wieso hat er eben sein B-Freibauen hergegeben? Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das nötig war, aber ich hatte ein ziemliches Gegenspiel gegen den König. Also es war ziemlich vernünftig, fand ich, wie er das gemacht hat. Weil so wie es dann kam, war es relativ leicht für Schwarz zu spielen. Und ich habe immer noch das Problem mit dem wackeligen, also mit dem nicht so tollen Läufer-Darm. Also ich denke mal, es war dann halt, den nehme ich, oder? Es war dann halt ausgeglichen, aber ich hatte halt die deutlich schlechtere Zeit. Bin ein bisschen wieder rangekommen zwischendurch, aber es war nicht möglich, das zu kompensieren. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Da wird mir gerade erklärt, warum Nicolas Lubbe das ganze Bertram-Variante nennt, weil er jemanden als Jugendtrainer hatte, der das schon gespielt hat. Okay, das verstehe ich. So, was ich da gerade gemacht habe, war ein bisschen ungewöhnlich hier, dieser Tausch, aber ich drohe jetzt Springer D7 und Springer schlägt E6, dachte ich. Ah, fast, da wäre man noch Dame E3 möglich. Aber ohnehin ist das hier nicht so schlecht, glaube ich. Meine Stellung. Ich habe jetzt hier gute Figuren, will Springer F4, D3 und dann F4 spielen. Er hat mir ja diesen Bauern gegeben, ohne dass das so unmittelbar klar ist, was das ihm gebracht hat. So, mein Plan ist jetzt einfach. Läufer F3, König H1, Turm G1, G4 und dann matt setzen. Mal schauen, ob das klappt. Spielt sich natürlich irgendwie einfacher, ne, wenn man einfach mal so einen Bauern mehr hat. Ah ja, das war ein Kommentar im YouTube-Chat von Quiet, wenn ich das so richtig ausspreche. Der sagt, er hat sich das Keep It Simple D4 bestellt und wartet nur darauf, dass es geliefert wird. Ja, dann hoffe ich, dass es dir auch gefällt und einige nützliche Sachen für dich enthält. Es war schwierig, finde ich, in so Repertoirebüchern ja, alles zu kopieren sozusagen, ja, weil irgendwelche Varianten gibt es dann immer, wo man sich denkt, würde ich lieber anders spielen. Und so sollte man es auch machen. Man sollte dann nicht blind sozusagen alles kopieren, sondern sich die Sachen raussuchen, die einem wirklich gut gefallen. Und dann denke ich, findet man auch in dem Buch viele gute Sachen. So. Ja, G5 ging auch, aber das war jetzt schon, glaube ich, nebenlösig. G5, ja, kann sein. Er nimmt hier, ja, gewinnt, glaube ich, auch. Gewinnt, glaube ich, auch. Aber guck mal, ja, also ich meine, das gewinnt hier wirklich ganz, ganz easy auf der G-Linie, ne? Ja, beides ist wahrscheinlich um plus 10 oder so. Insofern kein Thema. Danke für die Partie, El Nuk Tim. So. Ich habe G5 gesehen, aber ich dachte, das ist auch gut. Ich wollte einfach die Linie aufhaben. So, okay, machen wir E4. Hm. Nicht E5. Wer spielt denn heute eigentlich? Gegen wen spielt Nepom? Ich krieg's nicht hin, ich sag Nepo. Heute beim Kandidatenturnier, kann das jemand so aus dem Hut sagen? Nach ED5 hat er sich ausgelockt. Dachte ich gerade, aber war nicht so. Manche sind da schon tödlich beleidigt, wenn man da auf die 5 schlägt. Er muss ein bisschen aufpassen. Rochieren ist jetzt wegen Läufer H7 nicht so gut. Oh, macht er aber. Okay. Der Springer steht ja auf E7. So, er geht einfach weg mit dem König. Okay. So. Ja, das ist im Fall auch Take the Money and Run. Money ist in dem Fall H7. Sehr nett. So, Minischach sagt, guten Morgen, habe verschlafen. Ja, das ist aber nicht gut, ne? Wie kann man denn verschlafen, wenn hier so eine großartige Show eingeplant ist? Mann, Mann, Mann. Ich habe nicht verschlafen. Ich hatte meinen Wecker auf 6.30 Uhr. Ah, Nepo spielt gegen Ding. Das ist natürlich eine dicke Partie, ja, sozusagen. Wenn der Ding gewinnt, dann wird hier alles neu gemischt. Und wenn der Nepomniachtchi gewinnt, dann, naja, plus 3 wäre schon sehr, sehr viel. So früh. Ich hatte meinen Wecker auf 6.30 Uhr, weil ich mir gestern die Frage gestellt habe, wann geht man denn diese Woche für diese Woche am besten einkaufen? Wohlgemerkt jetzt nicht irgendwelche, wir reden hier nicht von irgendwelchen Hamstereien, sondern einfach nur, ne, ich brauche halt meinen Salat und so Sachen. Ne? Und da habe ich mich gefragt, wann gehe ich denn am besten? Und ich habe einfach gedacht, ich versuche einfach mal zu probieren, was passiert, wenn man montags morgens um 7 Uhr geht, ne? Der frühestmögliche Zeitpunkt, bei unseren Supermärkten zumindest. Und ich habe festgestellt, dass vom örtlichen Lidl, Schleichwerbung, ungefähr 30 Leute sich schon aufgestellt hatten. Aber ich war dann um 7:25 Uhr aus dem Laden wieder raus. Das war schon mal gar nicht so schlecht. So. Ich habe 2 Bauern mehr, das ist gut. Wie gewinnen wir denn jetzt? Ich mache nicht viele Pre-Moves. Wieso? Wo denn? Ne, was ich häufiger mache, ist dieses Droppen, also wo ich praktisch den Zug schon so voreingebe, aber ihn dann nur loslasse, praktisch. Das ist auch nicht so, finde ich, nicht so risikobehaftet. Kann sein, ja. Kann sein. So, vielleicht kann ich ihn hier etwas nerven, ne? Mit dieser Diagonalen, ne? Ja, hier den König mal anvisieren. Ich sehe jetzt im Moment, den nehme ich aber. Das habe ich gesehen, dass der nicht ging. Den kann ich auch schlagen, weil meine Dame ist gedeckt. So, danke für die Partie, David von H1 wahrscheinlich. So, okay. Wer ist denn hier noch? Irgendjemand, gegen den ich noch nicht gespielt habe. Kai Libera. Komm, nur einmal bisher gespielt. Hm, so ein bisschen... Hängt ein bisschen hier. Ja, so. Ja, mit diesem Droppen muss man auch ein bisschen aufpassen, weil manchmal denkt man sich so, ja, ich ziehe jetzt, ne, fast immer sozusagen, ich sag mal was, ne, Turm D8, ja, und dann hat man den schon in der Hand, ne, und es kommt dann irgendwie ein Zug, den man nicht so ganz erwartet hat, aber man hat so... Man lässt ihn trotzdem los, ne, weil man den Unterschied nicht direkt erkennt. Und dann ist schon, dann ist es schon manchmal zu spät. So, okay, das ist hier die Hauptvariante in der Abtauschvariante Spanisch. Hier spiele ich Läufer E7 oder Springer E7. Wer ist aktuell als der Favorit beim Kandidatenturnier? Ja, es gibt ja so Statistiken, die ich manchmal sehe. Ich verstehe die nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt wieder so eine Statistik gesehen, da hat jemand jetzt das so angepasst mit dem aktuellen Stand. Und laut dieser Übersicht sind, warte mal einen Moment, was ist hier los? Er hat den genommen. Oh. Ah ja, Dame D4. Ne, also da ist jetzt der Stand so, dass Nepomniachtchi, wie auch immer, und Kawana die gleichen Chancen haben prozentual, und das verstehe ich nicht. Für mich ist hier Nepo jetzt der klare Favorit. Also es kann unmöglich sein mit einem Punkt Unterschied, weil der Spielstärkeunterschied zwischen den beiden ist marginal. Also kapiere ich nicht, diese Statistik, aber okay, muss ich auch nicht, ich bin kein Statistiker. Allerdings kann natürlich eine Menge passieren, es ist alles sehr, sehr eng und es sind auch noch viele Runden, das muss man immer sehen. die, was sind das jetzt, 5 Runden gespielt, glaube ich, ne? Also wir haben noch nicht mal die Hälfte des Turniers, ne? Also wenn ich jetzt wetten müsste, irgendwie würde ich auf Nepomniachtchi setzen. Aber auf Schach zu wetten finde ich extrem albern. Das wird auch, also ja, es kommt da auch auf Kondition an und also ich will ja jetzt nicht irgendwie da unken, aber es ist auch keinesfalls klar, dass das Turnier zu Ende gespielt wird. Also ich meine, da darf man sich nichts vormachen. Das Turnier wäre nie angepfiffen worden außerhalb Russlands. Und man weiß nicht, es kann immer noch sein, dass es einmal abgebrochen wird. Was machst du, wenn einer der Teilnehmer krank wird oder ein Sekundant oder ein Schiedsrichter oder sonst wer? So, ja, ich würde gerne kurz ruchieren, aber das ist in der Tat gefährlich. Oh, das geht gar nicht, weil die 7 hängt. Uiuiui. Das ist sehr gefährlich. Ja, auf Schachwetten finde ich generell absurd, weil das so leicht zu manipulieren wäre. Eben auf Top-Niveau bin ich sehr sicher, dass da nicht viel passiert im Sinne von irgendwelchen Absprachen und so. Aber bei regionalen Turnieren zum Beispiel, gerade Schnellschach und Blitz und so, da habe ich schon so viele Sachen gesehen, die wirklich totaler Betrug waren. Also das da auf Schachwetten wäre sehr, sehr naiv. So, ich habe jetzt hier die bessere Bauernstruktur, aber das heißt noch nichts. Er spielt es auch gut hier, muss ich sagen. Kann man absolut nichts. Kann man nicht meckern. So vielleicht. Eine Menge los hier in dieser Diagonalen. Ich drohe jetzt F6, ja. Ja, in der Tat. Also man hat hier manchmal surreale Szenen. Man kommt sich so ein bisschen vor wie in so einem schlechten, nicht schlechten kann man nicht sagen, aber irgendwie so ein bisschen wie in einem Film. Das hatte ich heute beim Lidl auch. Dass die Kassiererin hinter so einer Schutzfolie war. Auch korrektermaßen, ja, ich meine, das ist einfach risikobehaftet, ne? Logischerweise, was die da arbeiten. Und man merkt, dass in manchen Läden einfach überhaupt nichts los ist. Ja, remislich kann sein, aber ich möchte hier trotzdem gewinnen. Beim Bäcker zum Beispiel war absolut niemand drin. Also ich war wirklich, vor mir war jemand und das war's dann. Also so, ja, der Stream dauert insgesamt 90 Minuten und geht bis 11, also noch 45. So, ich könnte jetzt auch mit dem Turm schlagen. Ja. Muss eigentlich gewinnen, ne? Der Habauer ist doch arg weit weg hier. einfach H5, oder? Macht er F5? Vielleicht mache ich erst den, ja. Und jetzt mit dem H-Bauer anlaufen. Dauert ja ewig, bis er hier was genommen hat und dann anfängt zu laufen. Drizzle HD fragt mich, wie ist mein FIDE-Rating? Ist eine gute Frage. Irgendwie ein bisschen was über 2430. Ich schwanke immer zwischen 2430, 2440, 2450, irgendwie sowas um den Dreh. Ich weiß aber nicht genau, was ich im Moment habe. 2431 oder so kann das sein. Wie gesagt, ist immer so ein bisschen plus, minus ein paar Punkte. Ach so, er macht hier einfach zu. Okay, das ist natürlich clever. So, wie gewinnen wir denn hier eigentlich? Das ist eine gute Frage. Muss ich G3, G2 spielen, ne? Und dann geht es hier rein und ich hole die Bauern alle ab. Also aufpassen, dass ich nicht in irgendein so ein doofes B4 laufe. Und dann kommt er plötzlich. So ein Pre-Move-Trick. So, ja, danke für die Partie. Kai Libera. Gut gespielt eigentlich. So, wer fordert mich noch raus? Ich will noch mal gucken, ob ich irgendjemanden habe, gegen den ich noch nicht gespielt habe. Ist aber nicht so. Talkie Maldita habe ich schon häufiger gespielt, aber ein bisschen länger nicht mehr. Dauert ein bisschen, bis die Partie startet. So, Talkie Maldita. Das sind da ein Bild, kann man schlecht erkennen. Komm, E5 für morgens früh komme ich damit manchmal besser klar. Läufer E2, das ist natürlich sehr konservativ. Mal praktisch hier ein Philidor im Anzug. Ja, ich gebe mal Schach. Ein Tausch von den Läufern hier würde ich eigentlich begrüßen. Und hier habe ich gedacht, der wäre gut. Schauen wir mal. Jetzt kann ich D3 nehmen. Ja, wahrscheinlich kann ich das auch. Ja, was sich für mich ein bisschen geändert hat hier ist, ich arbeite ja nun immer schon oder seit einigen Jahren zu Hause. Also ich habe jetzt nicht dieses Homeoffice-Thema, weil ich immer Homeoffice habe. Was aber für mich anders ist, ist, dass die Nachbarn teilweise da sind. Es ist also einfach unruhig etwas tagsüber. Ich hatte sonst immer, war mal gar nichts los. Wir haben also wir haben weder Kinder im Haus, noch Haustiere, noch sonst irgendwelche Bewegungen tagsüber, gar nichts. Und das hat sich ein bisschen geändert. Jetzt ist manchmal etwas lärmig. Oh, den nehme ich. Den nehme ich. Danke für die Partie, Talkie Maldita. So. Correspondent hat mich rausgefordert. Ja, die Seite ist langsam. Als ob da gerade ein Update läuft oder irgendwie so etwas. Machen wir mal E4. Ja, bei mir ist es wirklich ein bisschen unruhiger geworden als vorher. Weil Straße habe ich nicht, also wir sind hier in so einer Nebenstraße, wo gar nichts passiert. So, ein schottisches Vier-Springer-Spiel mit Läufer C5. Das ist gar nicht so schlecht hier. Läufer B6 sollte jetzt kommen. Oh nee, das ist nicht so gut. Jetzt kriegt Schwarz hier eine gruselige Bauernstellung. Tja, der nicht sehr schöne Triple-Bauer. Und er hat wirklich keinerlei Kompensation dafür. Hier wäre so eine Sache Turm B8, B2, lange Rochade und gewinnt die Qualle, ne? Das wäre schön, beziehungsweise gewinnt den Turm. Aber naja, da wird man wahrscheinlich nicht das Privileg haben, das spielen zu dürfen. Ne. Wäre aber schön gewesen. So, wie spielen wir denn jetzt hier? Tatsächlich ist lange Rochade gar nicht so intelligent. Ich hätte auch König F2 spielen können und danach E3. Ja? E3 wäre ein gutes Feld. Wäre ein gutes Feld für den König. Wie heißt er denn hier? Mariuhana. Ich weiß nicht, ob man hier andere Plattformen diskutieren sollte im Chat. Ich bin da nicht sicher. Ich kann ja immer versichern, dass es nicht schwierig ist, um die Frage mal so indirekt zu beantworten. Eigentlich musst du nur auf Teilnehmen klicken. Wir haben sowas auch schon gemacht mittlerweile. Okay, gehen wir nochmal. Ich weiß einfach nicht, ob das irgendwie wie wieder hier die Politik ist mit anderen Plattformen. Im Zweifel lassen wir es lieber. So, ja, jetzt sehe ich nicht, wie er C5 hält. Er kann C5 einfach nicht decken. So, vielleicht mache ich auch gleich F5, um den Läufer abzuschneiden. Ja, A4 geht auch nicht. Bereite einfach mal E5 vor. Ja, ich habe alle Figuren stehen auf Schwarz. Das kommt echt oft vor, wenn der Gegner einen weißfälligen Läufer hat, so kann man dann häufig es so aussehen lassen, als ob diese Figur da gar nichts macht. Das ist jetzt hier auch der Fall. Der Läufer, den er hat, ja, der ist extrem harmlos, weil einfach nichts da ist, was er angreifen kann. So, ja, danke für die Partie. Correspondent oder Korrespondent. Weiß ich nicht, durch das C, weiß ich nicht genau, wie man das aussprechen soll. So, Mariuhana. Die englische Öffnung ist gewünscht. Dann spiele ich mal C4, das kann man machen. Nachdem ich dieses E4-Buch geschrieben habe vor 2 Jahren, kriege ich es hin, einigermaßen jeden Zug zu spielen. Also ohne total doof auszusehen meistens. Insofern C4, D4, Springer, F3 konnte ich immer schon, aber E4 war früher so ein Problem. So. Tja, jetzt gehen wir wahrscheinlich in Altindisch. So, ja, man kann jetzt, ach, ich hätte direkt H5 nehmen können. Ja, das stimmt, ja, hast recht. Ich hatte nur gesehen, dass ich mit G4, F5 den gewinne. Und habe dann gar nicht gepeilt, dass ich ihn nehmen konnte. Ja, hätte auch nehmen können, das stimmt. So, das Ganze hier ist ein bisschen angenehmer für Weiß, dadurch, dass ich mehr Raum habe hier, das ist immer gut. Nicht immer gut, aber mehr Raum ist schon was, was gerade im modernen Schach immer gerne genommen wird. Man sieht heute auch weniger so Eröffnungen, wo dem Gegner viel Raum gegeben wird. So Sachen wie Igel und so sieht man auf Top-Niveau überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, das liegt einfach an dieser allgemeinen Denke, dass Raum sehr wichtig ist. Und das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Nee, der Triple-Bauer ist in der Tat nicht Theorie, also keine gute Theorie. Aber es ist natürlich, das ist zum Beispiel in meinem Buch erwähnt, weil es wirklich häufiger vorkommt. So, Marihuana hat hier etwas Schwierigkeiten mit dem D6-Bauern und er gibt ihn mir auch sogleich. Mal gucken, wie ich das jetzt hier spiele. Ich könnte sogar jetzt hier CD Turm D5 spielen, aber er kriegt sehr viel Material an dafür. Das ist also nicht unbedingt zu empfehlen, aber so müsste ich den einfach gewinnen. Hier fehlt Schwarz, fehlen Schwarz ungefähr 4 Tempi. Um den Bauern zu behalten. Okay, ich könnte auch mit dem Turm nehmen, ja, was hier einen Doppelangriff darstellt. Beides gut. Nehmen wir mal mit dem Turm. Greift Dame und Läufer an. Ups. Was ist denn das für eine Nachricht? Merkwürdige Nachricht. So, der Springer hängt. Dem mal eben da kurz antworten. Ups, sorry. So, sorry. Wollte nur mal kurz da Hallo sagen. Und weiter geht's. Er kann nicht E2 nehmen wegen Springer F4. Immer wenn ich so einen Turm hier irgendwo stehen habe, ups, denke ich immer an Anastasias Matt. Ob ich das irgendwie hinkriegen kann, aber sieht nicht so aus. Aber so kriege ich den Läufer, das ist auch gut. Kleinere Fische, aber immerhin. Schnapp. Nein, ich hätte gerade eine Nachricht auf Skype mit der Frage, ob man sich später beim Benta-Blitz sieht. Und dann habe ich nur durchgegeben, später ist gut. Ich bin gerade live. So, gucken wir mal. Ich habe einfach eine Figur mehr, oder? Für absolut Nöppes. Ja, und dann gibt er auch auf Mariuhana 2020. Danke für die Partie. Hat sogar fast 2020 als Rating. So, wer fordert mich noch raus? Der Rheinpfeil. Wir haben schon öfter gespielt, aber etwas länger nicht mehr. Dann... ja, da sind wir. Der Rheinpfeil. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt heute. Das ist eigentlich mein Default im Turnierschach, wenn mir nichts Besseres einfällt, spiele ich den. Wobei im Moment auch D4 häufig kommt. Ich bin immer noch ganz gut am Ball mit meinem D4-Repertoire von dem Buch aus dem letzten Jahr. Ist mir noch am meisten im Gedächtnis. Ja, Rheinpfeil mag nicht auf Springer F3 antworten. I have no board, sagt er. Okay, interessant. Vielleicht versuchst du es nochmal, ja? Ich werde den dann gleich nochmal annehmen, die Herausforderung. Ja, einfach nochmal. Er schreibt witzigerweise auf Englisch. Das finde ich irgendwie originell. Hat den deutschen Namen, ist im deutschen Stream, schreibt auf Englisch. Oh, okay. Das ist gut für Schwarz, aber man muss natürlich richtig spielen. So, mal hier entwickeln. Ja, okay, er sagt gerade nochmal, er ist schon Deutscher, aber... hatte gerade kein Brett. So, mein Plan hier ist Turm F8, König G8, die Rochade... zu Fuß sozusagen. Ja, jetzt macht er hier die lange Auszeit. Ja, ich wollte Turm F8 spielen, aber ich habe mich gefragt, ob dann Springer G5, König G8, Dame H5 ein Problem ist. Aber ich habe einfach H6, ne? Ja, macht eigentlich nichts. Macht nichts, soweit ich das sehen kann. König G8. So, und jetzt habe ich endlich wieder eine normale Rochadestellung. Meine Idee ist jetzt hier Läufer G4. Interessant ist gerade, dass ich sehe, wenn er jetzt H3 spielt, meine Dame guckt den Springer so ein bisschen an, sodass hier so eine Idee wie E4, DE, Dame G3 möglich sein könnte. Allerdings will das im Moment scheitern an Dame D5. Also, okay. Ist hinfällig, weil er den gezogen hat. So, aber jetzt ist diese Fesselung doch sehr nervig, denke ich. Das wird dazu führen, dass er sich hier jetzt die Bauernstruktur ja, zerstören lassen muss. Ja. Ist halt wirklich auch keine gute Eröffnungsvariante. Also das Ganze hier ist schon sehr gut für Schwarz. Man sollte nicht auf F7 nehmen. Wenn man hier Dame H5 spielt, ist die Stellung ausgeglichen. So, gehen wir wieder zurück. Schnapp. Schnappi. Und Schnapp. So, Turm F8. Sieht gut aus, ne? So, jetzt muss ich ein kleines bisschen nochmal aufpassen hier, dass ich nicht noch in irgendwas Doofes reinlatsche. Springer F3 droht matt auf H2. Ja. Er kann einen Schach geben. Ja, aber ist trotzdem stark, oder? Ja, dieses Dame G3-Muster, ne, mit der Fesselung, das sehe ich relativ schnell, ja, ausnahmsweise mal, weil das hatte ich schon mal in einer Turnierpartie, und zwar witzigerweise, das war so ein Ding, das werde ich nie vergessen, das war Anfang der 1990er oder so 93, 94, ich bin mir nicht mehr sicher, beim Open-Turnier in Berlin, der sogenannte Berliner Sommer. Und zum damaligen Zeitpunkt war ich noch nicht EM oder so, ne? Ich hatte 2,3 oder so, Rating knapp drunter, glaube ich. Wenn überhaupt. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. Auf jeden Fall spielte ich mit Schwarz gegen Felix Lewin. Felix heute ein guter Großmeister. Damals war der noch EM, aber stark. War ein bekannter Spieler auch, weil der Sekundant war von Ivanschuk. Und ich hatte Schwarz gegen Felix, und ich sage Felix, weil ich den kenne, wir haben jahrelang in der Mannschaft zusammen gespielt, später dann halt, also wir spielten, und ich hatte genau die Situation mit einem Läufer da auf B6 oder C5, ich weiß nicht mehr, wo der genau stand, und er wollte den H-Bauern ziehen, sodass ich gewinne, ne? Also ich gewinne einfach eine Figur, für gar nichts, und er hat schon den Finger über den Bauern, will den ziehen, ja, und im letzten Moment schüttelt er den Kopf, ne, und ne, zieht ihn eben nicht, ne. Er hatte schon den Zug aufgeschrieben, damals durfte man das noch, ne, und man sitzt dann da, ne, und denkt sich, ja, zieh den, bitte, 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 ne, und dann muss man Pokerface behalten, ne, und seitdem irgendwie sehe ich, glaube ich, diese Taktik ganz gut, weil das war irgendwie so, das ist so eingebrannt, ne, er hat dann halt ihn nicht eingestellt und was anderes gemacht und dann auch gewonnen letzten Endes, ja. Aber trotzdem, ich muss immer an diese Situation denken. Die Partie ist auch, glaube ich, nicht in der Datenbank. Also sind einige dieser Berliner Sommerpartien sind nie in die Datenbank gekommen. So, hier spiele ich eigentlich C5, D5, B5, aber das habe ich auch schon wieder ganz gut vergessen. Der geht auch. Ja, das ist jetzt Mode, ne? Das ist jetzt irgendwie Mode. Kenne mich nicht aus, muss ich zugeben. Bin da ein bisschen raus. Gute Frage von Masu, ob ich irgendwelche Taktikmuster trainiere. Ich trainiere gar nichts. Und wenn ich ehrlich bin, überhaupt gar keine Zeit. Ich bin die ganze Zeit mit dabei beschäftigt, jetzt Sachen zu schreiben, neu oder das, was ich geschrieben habe, zu supporten sozusagen auf Chessable. wo meine Repertoires ja erscheinen, können ja die Nutzer Fragen stellen oder Anmerkungen machen generell. Ja, meistens sind es dann Fragen, so warum dieser, warum nicht dieser und so weiter. Und darum kümmere ich mich auch. Also ich habe ja auch noch Training und so, also viele Sachen, die ich mache, und ich komme gar nicht dazu, selber für mich selber Schach zu trainieren. Deswegen, ich bin auch nicht so sehr zufrieden mit dem, was ich so spiele. Egal, ob das jetzt Blitz ist oder Turnierschach, weil ich merke mal, dass mir da wirklich die Übung fehlt. Beschäftige mich zwar ständig mit Schach, aber ich habe nicht die geringste... es ist kein Training, ja. Also es ist einfach nur die Beschäftigung damit. Das ist schön, ne? Aber es ist nicht so, dass ich irgendwo an Schwächen arbeiten kann oder so, sondern ich merke, dass ich da mehr oder weniger als Spieler maximal stehen bleibe und eher schlechter werde. So, welches Endspielbuch kann ich empfehlen? Ja, das ist immer dieselbe Story, ne, mit dem Endspielbuch. Man sollte die 100 Endspiele von De La Villa mal gemacht haben. Das ist halt ein sehr schönes, geradliniges System. Diese 100 Endspiele, die Sie kennen müssen, gibt es auch, finde ich, in der Tat in sehr guter Version auf Chessable. Da gibt es ja das mittlerweile virale Video sozusagen mit Magnus und John Bartholomew aus Wijk an See, wo Magnus den Endspieltest macht aus den 100 Endspielen. War ich ja damals fast dabei. Ich habe den beim Aufbau ein bisschen mitgeholfen, sozusagen. Dann haben die aufgenommen. So, mal weiter. Dame F6 einfach gleich. Dame F6, Turm E8. Bin ja durchaus ganz zufrieden. Er hat Springer F4, E6, aber das ist jetzt auch nicht ein Weltuntergang. Rot, Springer C4. Der Zug wäre ohnehin vielleicht ganz gut gewesen, wenn ich mir das so angucke, aber naja, jetzt droht er halt immer noch. Ja, Fundamental Chess Endings ist auch gut. Die Bildqualität ist plötzlich ausgezeichnet. Vorher weiß ich es nicht, oder was? Das ist komisch. Warum sollte sich da was geändert haben? Ich habe nichts gemacht. Fundamental Chess Endings ist auch sicherlich ein Klassiker natürlich, ne, von Müller. Was halt ich persönlich bei dem De La Villa Buch mag, ist diese Geschichte, dass es halt 100 Stellungen sind. Und man kann sich das sehr, sehr schön einteilen. Ja? Man kann sich wirklich so ein Projekt machen, ja, und sagt, okay, ne, jeden Tag ein Endspiel oder so. Und dann ist man nach 100 Tagen fantastisch gut im Endspiel, wenn man die Sachen wirklich jetzt richtig gelernt hat und nicht nur so mal drauf geguckt hat. Ne? Oder meinetwegen auch nur pro Woche 3, ja, dann hat man, oder 2, ja, 2, rechnen müsste man können, dann hätte man in einem Jahr eine super Endspielqualität erreicht, ne? So, Moment mal. Kann man jetzt hier nicht irgendwo nehmen? Ich kann hier schlagen, ne, mit dem Springer. Und mit dem Läufer müsste eigentlich auch gehen, aber sehe ich noch nicht so ganz. Also das funktioniert auf jeden Fall. Er kann mir auf H7 jetzt hier reinhauen, aber das ist natürlich auch gut für mich. So. Und jetzt steht da hier in einer absoluten Horrorfesselung drin. Ja, da tausche ich gerne. Wobei, Moment, ich muss mal eben gucken. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Ja, er droht immer so F5 und E4 mit dem Springer und dann D6 hängt dann. Da muss ich ein bisschen schauen. Das würde ich jetzt nicht so gerne zulassen. Könnte auch Schach geben, aber Ja, das ist ein bisschen nervig, aber ist nicht anders zu machen. Ja, ich kann den D6 nicht retten. Und König G6 ist halt auch nicht so toll. So, wie machen wir es denn? Wenn er den nimmt. So, ne, dann drohe ich das immer noch nicht. Läufer E6, Springer D6, König G6. Bin ich mir etwas unsicher, wie ich den Springer hier am besten dominieren kann. Na, ich gehe mal da ein. Das sieht eigentlich gut aus. Und jetzt ranlaufen. F6, E6. Der Springer sollte da eigentlich nicht mehr so wirklich rauskommen. Moment, jetzt gucken wir mal einmal. Spiel des Tages wird da gerade im YouTube-Chat gesagt, ist Kawana gegen Rishu. Wirklich? Ich hätte jetzt gedacht, Nepo gegen Ding. Das hat extrem richtungsweisenden Charakter. Weil wenn Nepo gewinnen sollte sogar, dann hat er hervorragende Chancen. Und wenn Ding gewinnt, ne, dann ist er wieder voll im Rennen. So, jetzt König C7, B7. Moment. Na, cleverer ist eigentlich der, ne? Warum nicht den gedeckten Freibauern erzeugen? Er kann ja nicht nach C5, ich laufe dann einfach durch. Den habe ich nicht gesehen. Ich spiele das doof, ne? Ich spiele das doof. Schlechte Technik. Einfach schlechte Technik, die ich hier habe. Es reicht, aber es war nicht gerade die Elitentechnik. So, ja, danke für die Partie. Rheinpfeil. So, wo sind wir? The Sniper Chess. Wow, gehen da wir aber einen schlechten Score. Dabei muss ich direkt mal was klarstellen hier. Zumindest mal versuchen. Meine Bilanz 1:4. Ja, das ist nicht gut. Wie kommt das denn zustande? So, Turm E1 und E4 ist hier meine Variante. Das müsste ich auch mir nochmal angucken. Das habe ich auch schon wieder echt vergessen, ja, was ich da selbst analysiert habe in meinem Buch. Finde die Variante eigentlich für Weiß ganz angenehm. Also nicht super duper, ne, aber halt ganz angenehm. Und ich muss zugeben, dass ich das schon wieder vergessen habe, wie es eigentlich richtig geht. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Vielleicht auch Läufer F1. So, ich könnte jetzt D5 spielen, aber er hat Springer E5. Vielleicht einfach H3. Muss ein bisschen gucken, ja. Zentrum ist ein klein wenig wackelig. So, jetzt könnte man D5 spielen. E5 geht auch. Tja, das ist schwer zu sagen, ja. Auch Läufer F1 ist kein schlechter Zug. Ich mache mal Läufer F1, greift die Dame an. Hat jetzt nicht so schrecklich viele gute Felder. Nein, nein, es ist nicht, sieht nicht unbedingt so aus, ob dieses Turnier jetzt abgebrochen wird oder so, aber was ich eben mal meinte, ist, es besteht immer eine gewisse Unsicherheit da. Es kann ja jederzeit passieren, dass da jemand erkrankt zum Beispiel und dann, was machst du dann? Es reicht ja schon, wenn sowas passiert wie ein Kontakt mit jemandem, der da infiziert ist. Wir sehen das ja gerade bei unserer Bundeskanzlerin, die jetzt auch im Homeoffice arbeitet, weil sie nicht raus darf. Und was machst du, wenn ein Spieler da irgendwo in diese Situation kommt? Also ich denke auch, dass das eine sehr schwierige Situation ist. Und ich glaube, dass da im Prinzip derjenige die besten Karten hat, der damit irgendwie gut umgehen kann. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz beim Schach, ja, mit solchen Umständen umzugehen. So, ja, den nehme ich, ne? Ich bin da ja, einfach gierig. So, einfach Läufer C3 ist jetzt nicht schlecht, aber ja, störte Beker, sagt Radjabow, hatte recht bei der Absage. Also ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dass der absagt, und das war der, das ist 2 Wochen her, ne? Das war der 6.3., glaube ich, ne? Weil der 6.3. war diese komische Frist von der FIDE. Da habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, was ist das denn für ein Unsinn, ja? Bin ich ganz ehrlich, was will denn der? Will der jetzt hier nicht Weltmeister werden oder was, ne? Ich hatte Läufer E5, aber ich war jetzt gerade dabei, meinen Gedanken zu formulieren. Da muss ich ja sagen, das habe ich ja kolossal falsch eingeschätzt. Danach hat die Situation sich dermaßen verschlimmert, dass mittlerweile man wohl sagen muss, dass er einfach richtig lag, ja, da bei der Einschätzung. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, wie die Lage ist, muss ich sagen. So, Springer D5, Springer E4. Aber man muss halt auch lernen, ne? Man muss verstehen, was da los ist und dann schauen, was da bei dem Turnier weiter passiert. Nee, an Verschwörungstheorien habe ich nicht gedacht. Ich habe einfach nur nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Ich habe also richtig verstanden, was da passiert ist, als die Situation in Italien so schlimm geworden ist. Ich dachte so, mein Gott, was ist das denn? So, ja, jetzt gewinne ich noch mehr Material. Ja, weil A5 einfach hängt. Also ich komme etwas ran, ja, in der Gesamtbilanz gegenüber Sniper Chess, und den nehme ich auch. kann auch die Dame nehmen, ne? Geht beides. Wie viele Figuren habe ich mehr? Turm und Figur. Ah ja, kämpft wacker weiter. So, ja, er spielt einfach weiter. So kann man es natürlich auch machen. Der vielleicht. So. Er will Läufer C5 spielen, aber ich habe Dame E5 oder meinetwegen das. Matt. So, bin ich etwas rangekommen gegenüber Sniper Chess. So, ich sehe gerade, es ist schon relativ spät hier. Haben wir noch eine 3-Minuten-Partie, die würde ich jetzt noch machen. Da ist noch eine, der Wikinger. Der Wikinger, die Partie machen wir noch. Komm, mal ein bisschen Gas geben. Ja, hätte aber sein können, dass ich da noch Patt setze. Mir ist das echt zuzutrauen, weil ich dann irgendwie so ein bisschen abschalte, wenn die Stellung so dermaßen gewonnen ist. Insofern... Das ist ja alles, das ist ein bisschen anspruchslos, wie ich das gespielt habe, aber naja, gucken wir mal. Ich nehme jetzt mal raus, solange er noch mit dem E-Bauern wahrscheinlich nimmt, macht er gar nicht. Interessant. Ich hätte noch, Moment, ich kann ihn nehmen, oder? Ich hätte noch einen interessanten Tipp vielleicht, was jetzt einigen vielleicht nicht bekannt ist. Es gibt abends im Moment um, ich glaube immer so 21 Uhr oder 22 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh rum, gibt es Shows. Da waren einige gewesen vor ein paar Tagen von Joel Benjamin und jetzt waren zwei von Sam Shankland und ich habe die von Joel nicht gesehen, aber von Sam Shankland schon und die haben mir richtig gut gefallen. Shankland hat da interessante Sachen vorbereitet und das sind auch so Dinger, wo man richtig mit überlegen muss. Also er zeigt nicht einfach nur irgendwie eine Partie oder so, sondern ne, stellt immer wieder Fragen, was soll man jetzt spielen und so, das ist interessant und kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ich glaube, heute Abend ist wieder so eine Show. Hat mir wirklich gut gefallen. Ist auf Englisch natürlich, ne? Also da muss man dann durch. Aber ich finde, das kann man ganz gut machen. Er ist halt auch nicht der, der jetzt irgendwie was ganz Komplexes erzählt, so, ne? Also es geht dann mehr so darum, aktiv ein bisschen zu rechnen und so. Das hat mir gut gefallen. Ja, gestern das Major Nihal gegen Andrew Tang, das war spannend, ne? Fand ich auch. So, was ist jetzt hier mit E4? Ist das gut? Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht selber matt setze. Das ist mir immer zuzutrauen, eben diese etwas merkwürdige Stellung. Meine Grundreihe, ne, ist ein bisschen schwach. Droht er denn irgendetwas? Eigentlich nicht, ne? famous last words. Ja, ich muss jetzt leider die Dame tauschen. Das war jetzt nicht unbedingt so gedacht, aber ist halt so. So, das ist gut, dass ich das geschafft habe, dass er kein C5 machen kann. Ich drohe jetzt auch Tome 6, ja, mal nebenbei. Kann man auch schon mal, ja, kann man schon mal übersehen, ne, dass das drohte. Ja, E4 war vielleicht möglich, das kann sein, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ganz sauber ist. So, danke für die Partie, der Wikinger, und danke hier fürs Zusehen und Mitchatten und so. Ich weiß nicht genau, wann meine nächsten Shows sein werden. Ich fand eigentlich die 9:30 Uhr-Variante jetzt während des Kandidatenturniers ganz schön. Ich hatte auch bei der englischen Show sehr, sehr viele Zuschauer und auch diesmal war es hier auf Deutsch auch gut. Vielleicht machen wir das nochmal. Ich muss aber mal gucken, wann dann die Runden sind und so. Also wird noch rechtzeitig auf Chess24 dann stehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.